Und dann sage ich Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Attila, mit mir, dem Tante Gün, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Ostrom. Mächtig, ja. In unserer Polis, Konstantinopolis. Da steckt ja auch das Wort Polis drin. Ich hatte überlegt, wir lösen noch die Einheiten hier auf. Das setzt auch nochmal so 200 Euro frei. Und wir lösen die Einheiten hier auch noch auf. Das löst auch nochmal so zwei. Also setzt auch nochmal ein bisschen Geld frei. Die Kohle können wir gut gebrauchen. Und wir gucken nochmal. Also, gibt es hier noch irgendwas? Nee, okay. Dann machen wir mal weiter. Achso, ich muss noch einen Admiral aufstellen demnächst. Das werden wir auch noch machen. Aber erstmal verteidigen wir einfach nur so unser Gebiet. Denn das war so die Erkenntnis aus dem letzten Teil. Wir haben keinerlei Möglichkeit, diese anderen Gebiete irgendwie einzunehmen momentan. Egal, was wir da versuchen werden, wir werden sofort überrannt. Okay, gut, ich meine, sagen wir mal so, wenn das jetzt darauf hinausläuft, dass die Hunnen alle ihre Armeen verlieren, weil sie mit mir verbündet sind und dann gleich platt gemacht sind, dann ist ja okay. Dann passt es ja auch irgendwie wieder. Dann muss ich mich darum nicht mehr kümmern. Ich habe keinen Bock, dass die Hunnen nachher irgendwas gegen mich machen. Insofern bin ich noch happy. Ja, kolonisier das mal, du Spaten. Ja, mach das mal hier. Mach mal hier, mach da mal. Oh, die Magyaren sind auch vernichtet. Afrika vernichtet. Kritischer Erfolg, sehr schön. Hauptsache, alle Fraktionen, die irgendwie noch zu mir halten können, werden vernichtet. Von der Landkarte getilgt. Das war... Aber nicht hier. Du hast nur den... Da war ein Agent drin, oder? Du hast nur die Agenten rausgekillt aus den Armeen, ne? Ja, der hat die Agent... Der killt die Agenten da raus. Auch witzig. Hier ist noch einer drin. Ja. Okay, Zu euren Diensten. Ja, also das ist, glaube ich, so okay. Aber das hier passt nicht. Das müssten wir, glaube ich, dann schon so machen. Das ist okay, du verstärkst ja hier. Ja. Also der, ne, das ist ja wieder das Ding, ne? Der geht dann an Land und mettelt uns dann. Ich würde schon sagen. Was könnten wir mit dieser Armee versuchen? Gerade noch nicht so sicher. Was ist das hier nochmal? Kolonia, ne? Ganz normal. Fischereihafen. Wir haben überall Fischereihafen, ne? Wir haben keine Militärhäfen. Ja, eine Flotte wäre auch viel zu teuer. Eine Flotte wäre viel zu teuer. Ja, okay. Hier sind die sanitären Anlagen auch noch nicht so stark. Ja, hier sind die sanitären Anlagen auch noch nicht so stark, weil wir, weil das Gebäude ist, das den Wachstumsbonus bringt, ne? Wir brauchen halt hier noch ein Wachstum, damit wir auf 4 Punkte kommen, ne? Okay, jetzt die große Frage. Also,
Kysikos greifen wir natürlich nochmal an. Denn plündern werden wir das auf jeden Fall. Ja, Megali Idea. Ja, aber da müssen wir noch dran arbeiten, ne? Genau, trockenes Wetter, superb. Und dann stellen wir mal alle hier hin. Ist immer schön, dass er die so hinstellen will. Dass er seine Typen alle landen kann und dann wieder ankommt und... Alter, guck dir das an. Wie verbaut ist dieses Spiel? Das Pferd captured gerade den Wachturm. Okay. Guck es dir an. Glaubst du kaum. Achtung, Steine. Ey, das ist so geil. Diese Steine. Die Steine des Todes. Jetzt haben wir 38 verloren, da war auch Kollateralschaden dabei übrigens, ne? Die haben sich auch selbst ein bisschen abgeknallt. Mal so, ne? Ich erwarte eure Befehle. Kommandant? Wie lautet euer nächster Befehl? Bereit zum Kampf! Es wird marschiert, bis euch die Füße bluten. Bitte hier aufs Schiff, danke. Zu euren Diensten. Kommandant? Ich erwarte eure Befehle. Bereit zum Kampf. Wir hungern nach einer Schlacht. Zu euren Diensten. Kommandant? Und jetzt könnt ihr, glaube ich, was sehen, was ihr auch im Let's Play Together mit Merp und mir gesehen habt. Die KI wird jetzt, so hat es zumindest gerade den Anschein, mit ihren Armeen auf dem Schiff vor meinen Städten campen. Und zwar so, dass ich sie nicht angreifen kann. Erinnert ihr euch daran? Loyalität vom Muska wankt. Das ist doch der Dude von mir. Wo ist er? Muska, wo bist du? Ah ja, stimmt, du bist da unten, ne? Nee, das ist der Zinner. Was? Moment, wo ist der Muska? Miska. Staatsmann. Alter, du bist gerade verwundet.
Wir müssen ihn loswerden. Es tut mir leid, wir müssen ihn irgendwie loswerden. Wir werden ihn los. Wir spülen ihn irgendwie das Klo runter oder so und dann ist okay. Ich meine, Hauptsache, wir haben unsere Verwalter. Hier, das ist ganz typisch. Der wird jetzt vielleicht noch so ein paar andere Armeen dazu ziehen und der campt dann hier. Und wird dann angreifen, wenn er stark genug ist. So ist es dann halt. Kann ich sagen, das habe ich ja schon mal erlebt, ne? Das haben wir schon mal erlebt. Zu euren Diensten. Oha, warte mal. Die kommen über das hunnische Lager da hinten. Kommandant? Flotte meldet sich. Alle Mann an die Ruder. Ausrücken. Abdrücken. Wäre ich doch nur so schnell wie die Engel. Ich erwarte eure Befehle. Das Überraschungsmoment wird auf unserer Seite sein. Ich erinnere in dem Zusammenhang, guck mal da, ich erinnere in dem Zusammenhang nochmal daran, dass meine Einheiten eigentlich getarnt sind. Okay, außer ich hatte das bei dir vergessen, das könnte auch sein. Ich kann ihn nicht befreien, ich kann ihn unterwerfen, oder? Ich kann aber nicht Angriffspakt mit dir machen. Und ich kann auch ein Handelsabkommen mit dir schließen. Nehmen wir das mit, solange das uns nützlich ist. Möchtest du dem Krieg gegen die Sassaniden beitreten? Auf gar keinen Fall. Kann ich gut verstehen. Möchtest du dem Krieg gegen Lassika beitreten? Auf gar keinen Fall. Naja gut, ich meine, er hat auch noch keine Armee. Also nicht Angriffspakt. Das heißt, du bist dem Untergang geweiht. Und alles klar. Mein Werk ist vollbracht. Ja, schleich du mal da oben rum und du gehst in den Hinterhalt. Jo. Wir sparen mal eine Runde Geld. Hey, Stone Eagle, grüß dich. Genau, Ariovistus, das war das Wikinger-LP. Und nachher kämpften diese ganzen feindlichen Armeen nur noch bei uns vor der Küste. Das war so geil. Das war so geil. Alter, die Mongolen.
moppen alles weg. Krass. Ja, das wird kein Spaß mit denen. Savaria wird kein Spaß. Gut, okay, kritisch geschädigt finde ich gut. Ägypten ist down. Natürlicher Tod. Flavius Rufinus. Oh, okay. Und magst du mir noch zeigen, wohin er kann? Nee, magst du mir nicht zeigen. Und dann stell dich bitte hier hin. Warte mal, Moment, bleib mal noch gerade hier. Da sind die Hunden. Mit zwei Fullstacks. Irneck, Hernack. Und Geisim. Können wir da was machen mit unseren Trüppchen? Ich erwarte eure Befehle. Die Armee könnte vielleicht was machen. Dann habe ich aber keine Verteidigung mehr hier. Das funktioniert leider nicht. Alter, wann kommen die denn wieder? Was haben die denn für einen Cooldown auf dieser Truppe? Das dauert ja ewig. Okay, also Rufinus ist down gegangen. Haben wir seine alte noch? Können wir die mit irgendjemandem vermählen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Sanitäre Anlagenbonus ist auf 8, okay. Ja, okay. Wir könnten also hier für 9000 die Fischerei-Piers ausbauen. Das bringt halt auf jeden Fall Nahrung. Öffentliche Ordnung ist halt nur noch bei 4. Das ist nicht so cool. Wollen wir das nehmen? Öffentliche Ordnung minus 2? Also, wir müssen ja mehr. Nee. Das funktioniert so nicht. Warte mal, stopp. Das Ding kostet 10 Nahrung und bringt mir. Und das bringt mir 10 Nahrung mehr. Okay, vielen Dank dafür. Naja, gut, es bringt mir auch Wohlstand, aber hey. Come on. Come on. Ja.
Ja, Konstantinopel ist halt zu sehr auf Einheitenrekrutierung ausgelegt, ne? Aber irgendwo müssen wir das momentan unterbringen. Wo sonst halt, ne? Wo sonst? Okay, ich sage, wir müssen hier nicht den Nahrungsmarkt machen. Die Gesamtnahrungsversorgung stimmt ja. Das Doofe ist, in diesem Spiel müssen ja diese Sachen alle selbstversorgend sein, ne? Das ist ja der Quatsch an der Sache. Das ist ja genau der Unfug, ne? Ja. Das ist genau der Unfug. Die öffentlichen, die Mali auf die öffentliche Ordnung durch den Nahrungsmittelmangel sind halt einfach zu gravierend, als dass wir uns das erlauben könnten, ne? Sanitäranlagen aktuell ist reduziert, ne? Okay. Dann lass die ausbauen auf. Aber plus 6 bringt nur genau einen Punkt mehr. Das für 7, das für 7, ne? Boah. Ja, Serdica muss aber noch zuerst ausgebaut werden. Hier haben wir immerhin 9 auf die sanitären Anlagen. Das heißt, wir bauen hier mal diesen Nahrungsmarkt. Eigentlich, die braucht man eigentlich in jeder Stadt, ne? Eigentlich braucht man die in jeder Stadt. Außer hier, weil wir hier die ganzen Häfen haben, ne? Wir haben hier die ganzen Fischereihäfen. Man könnte überlegen, ob man da noch irgendwo auf ein Handelspier geht oder auf ein Militärpier, aber Flotten zu bauen ist momentan zu teuer. Das ist also auch keine gute Option. Ja, Gepriesen sei der Himmel. gepriesen sei der P. Ich meine der Himmel, ja, genau. Okay. Ich bin fertig für den Moment. Kommandant! Er steht hier ein bisschen deplatziert, ne? Aber ich mache jede Wette. Sobald ich mit dem hier hochlaufe, kommt die KI da unten angestiefelt. Und dann stehe ich da mit meinem frisch gewaschenen Hals, ne? Was können wir machen? Wir könnten das Ding hier belagern. Quaden haben noch eine Armee da oben. Und noch eine Stadt hier. Ist aber alles. Dafür werden die kommen, wenn wir da hochlaufen. Ne? Hat keinen Sinn. Hat leider keinen Sinn. Es ist unsinnig. Runde beenden. Echt schade. Echt schade. Da wäre in diesem Spiel wäre so viel mehr möglich gewesen. Guck mal einer an. Ah, die Gepiden kommen wieder. Loyalität wankt, der Muska. Aber das hatten wir doch schon. Was will er denn? Ist egal, wir unternehmen irgendwas. Wir machen irgendwas. Mach mal Ich irgendwas. erwarte eure Befehle. Genau. Also pass auf. Und du segelst dem Typen bitte hinterher. Wenn er rebelliert, dann da was auf dem Wasser machen. Da wir direkt auch versuchen zu schwimmen. In Bewegung. Ich erwarte weitere Befehle. Ich erwarte eure Befehle. Kommandant? Zu euren Diensten. Bereit zum Kampf.
Ich glaube, er wird die Hauptstadt nicht belagern. Der könnte jetzt zum Beispiel Dyrrhachion angreifen. Ja, wir reißen die Kapelle ab. Wir bauen lieber noch ein sinnvolles Gebäude dahin. Ey, sorry, ich habe gedacht, komm, wir spielen irgendwie mit orthodoxem Christentum, mit griechischem Christentum. Wobei, naja, mittlerweile, naja, so halbwegs hat es hier geklappt, ne? Aber das Christentum ist, das muss man sagen, in dem Spiel ist das Christentum halt auch einfach echt kacke. Es kann halt nix in dem Spiel. Es kann nix. Bauen wir hier noch den Fischereihafen aus. Denn wir werden hier Geld brauchen. Ah. Bereit zum Kampf. Aha. Mach hier den Moralbonus. Ja, wir könnten einen Stadtverwalter einsetzen, wenn wir einen hätten, den wir einsetzen könnten. Ah, es kommt noch eine Armee. Okay. Boah, guck dir den Knilch an, ey. Der traut sich, der greift noch nicht mal diese Armee an, ne? Ja, plündert, okay. Der Wille Tengris, komm, mach mit dem was. Ah, er kommt da Armenien her. Sauber. Okay, dann ist der illoyale Bastard erstmal weg. Schade. Casual 2 Full Stacks. Danke für den Sub an den Querz. Ich danke dir. Oh, Gallien ist vernichtet. Okay. Im Kampf getötet. Ja. Yeah. Mhm. Mission fehlgeschlagen. Wer hätte es gedacht? Die Geisel. Ein Knabe, der als kleines Kind gefangen wurde, hat unsere Lebensweise angenommen. Er ist ein ausgezeichneter Reiter und beherrscht Pfeil und Bogen. Was wünscht ihr mit ihm zu tun? Betreibt Fraktionspolitik mit euren Untertanen. Oder wartet, bis diese Staatsangelegenheit vorüber ist. Ja, sag mir doch mal, was man da machen könnte. So, du nimmst den Spion und schickst ihn mal gerade hier hoch, bitte. Ich gehe. Ja, ich will nämlich sehen, wo seine Armeen sind. Vielen Dank. Befehle. Gut. Wir hungern nach einer Schlacht. Ich erwarte eure Befehle. Publius Metilius Plautus. Genauso sieht er auch aus. Wollen wir ihn annehmen? Ihn als Geisel nehmen? Ihn zurückgeben?
Wenn wir ihn zu seiner Familie zurückbringen, würden wir gewiss deren Wohlwollen gewinnen. Der Junge wäre eine gute Bereicherung für euch. Ja, also es ist so toll, ne? Weil man. Ja, also genau, Politik der ruhigen Hand, aber es ist halt so toll, weil du erfährst halt echt wirklich 0, nix, was passieren könnte, wenn du irgendwas davon klickst, ne? Es sei denn, du guckst halt nach. Ich habe nicht nachgeguckt, ich nehme ihn an. So. Da ist er. Schade, dass er gestorben ist. Die Nautier Flavia müssen wir verheiraten. Den müssen wir irgendwie entsorgen. Den müssen wir auf ein Pferd setzen oder so. Wir suchen uns jemanden raus, der was kann. Also der, wo es am wenigsten ausmacht, wenn der schlecht wird. Die sind alle Rang 4. Also irgendeiner von denen geht. Der ist missgestaltet, den adoptieren wir also nicht. Der Zinner. Der Kneos Divis, der ist unentschlossen. Das heißt, wir versuchen den Virius Caninus zu adoptieren, ja? Wir versuchen den zu adoptieren. So, der Zinner, zeig mal ganz kurz, ne? Den müssen wir irgendwo loswerden. Wo ist der Zinner? Welche Armee kommandiert der? Kommandiert. Nee, das ist der Canus. Das ist der Blasus. Das ist der Regulus. Das ist der Caninus. Das ist der Zinner. Zinner, der Missgestaltete. Das ist nicht so schlimm hier unten, dass der missgestaltet ist, weil da passiert nicht so viel. Was könnten wir noch mit Korinth machen? Wir könnten Korinth nochmal ausbauen, um die Garnison zu erhöhen. Wir bekämen immerhin 2 Einheiten dazu. Es kostet 20 Nahrung. Es bringt 1 Punkt Verarmung mehr, aber es dürfte sich doch lohnen, oder? 4 Punkte Verarmung und dann bauen wir das noch einmal aus. Ist doch dann eine Stadt, wo man sogar ein bisschen was verteidigen könnte mit einer kleinen Armee. Das darf dann natürlich nicht der Typ hier sein, ne? Ein paar Runden werden wir ihn noch behalten können, schätze ich. Ja, Gallia der Länder ist. Das ist schon krass. Ich meine, wenn wir mal gucken. Wo ist hier. Das meine ich gar nicht, sondern Militärstreitkräftefilter. Warum war der eigentlich aus? Das ist das Wichtigste überhaupt an dieser Karte. Und das ist das andere Wichtige an dieser Karte. Pikten. Guck mal, die Pikten sind nach Spanien gewandert. Das sind die Alemannen. Die Sueben und die Ebdani. Das sind die weströmischen Separatisten, mit denen wir übrigens im Krieg sind. Und hier sind die Kaledonier gelandet. Da die Jüten. Die Lachmiden, die Sassaniden. Axum hat Ägyptus vernichtet. Okay. Die Garamanten haben sich hier schön in Nordafrika ausgebreitet. Interessanter Punkt, ne? Okay. Also, er hat 4 Fernkämpfer, das ist nicht so gut. Wir haben immerhin 5, 6, 7, 8. Wir könnten diese Kameleinheiten vermutlich ausschalten. Gegen die gehen wir allerdings baden. Ich würde nicht so gern mit der Armee als erstes antreten. Und diese Armee müssten wir zumindest irgendwie versuchen, ein bisschen einzuschränken. Also ich würde mal sagen, mach mal so. Haben wir noch da zum Beispiel, also hier, hervorragende Feuerrad, die können wir mitnehmen. Ich würde sagen, für die 500, die kosten, nehmen wir die mal gerade mit. Die müssten ja selber gar nicht so wahnsinnig viel machen. Das sind jetzt 11 Einheiten, das sind 14. Ja, das ist eine Kavallerie, ne? Schwere Nahkampfkavallerie, okay.
Dann guck doch mal, was wir gegen die hinbekommen. Was mit dem... der Typ hier, der Regillus. Der ist verschmäht. Der hat minus 2 Loyalität. Das heißt, den müssen wir irgendwann auch absägen. Dem können wir aber den List-Bonus geben. Den Reflexbogen darfst du ihm noch mitgeben. Und Rüstung für die Einheit des Kommandanten darfst du ihm auch noch geben. Wir nehmen noch mit. Das sind 14, ne? Das 1 zu 1 nachher. Das heißt also, wir nehmen noch diese germanischen Jägersöldner mit. Greif den mal an. Ja, wir haben angeblich nicht den Hauch einer Chance, aber wir gucken mal. Also, was wir da an Söldnern verlieren und so, das ist in Ordnung. Wir müssen dieses Gefecht nicht unbedingt gewinnen. Stell die mal gerade hier hin. So, dann schauen wir mal. Berittener Tod! Bogenschützen zu Pferd! Rückt aus, Krieger! Ich finde, wir können die Einheiten hier eigentlich auch mit dazu nehmen. Guck mal, witzig, dass keine von den Einheiten hier auf diese Kamele schießt. Die sind alle in Range. Alle. Also fast alle. Das ist schon krank. Irgendwie. Kannst du dir nochmal gerade neu? Ja, danke. Okay.
Das Gute ist ja mal immerhin, dass seine Kavallerie halt sehr langsam ist, ne? Also da kann man die dann wenigstens gut ausschalten. Du läufst doof. Lauf bitte so. Ich hab denen doch gesagt, die sollen da vorne hinlaufen. Die bringen mir da hinten ja überhaupt nichts, ne? Muss, glaube ich, auch klar sein. Dortet sie, dortet sie, dortet sie. Wir werden zu den Hunnen Christi, Leute. Wir sind die Hunnen Christi. Ich sag's euch. Boah, nice. Richtig schönes Kreuzfeuer jetzt hier. Und wie gesagt, es ging nur darum, hier ein bisschen mehr Power zu kriegen, ne? Also wir müssen nicht unbedingt, hier, schieß mal auf ihn. Wir müssen hier gar nicht unbedingt so viel, ja, komm mal zurück. Wir müssen gar nicht so viele Söldnertruppen hier schonen, also insbesondere die hier, die habe ich auch sehr offensiv eingesetzt. Es sind ja auch sehr teure Einheiten. Das macht auch nichts, wenn die dann weg sind, weil ich behalte die eh nicht, ne? Guck mal hier, und das, so krass, ne, guck mal, da sind, der hat nur noch 3 von diesen Fritzen da übrig und die stehen aber noch und hauen nicht ab. Das ist so krank, das ist so krank. Also ich meine, die 3 Typen kämpfen jetzt noch gegen die komplette Armee und denken so, boah, noch haben wir nicht verloren, ne? Also wir können aber noch gewinnen. Die können sich immer noch alle selber in ihr Schwert stürzen. So krass, ey. Ich
Ich bin dafür, dass wir hier als Ansage. Oh, schade. Es wäre gar nicht so schlecht gewesen, wenn so ein bisschen was überlebt hätte, aber ist okay. Klar, wir nehmen die Kohle. Wäre ich doch nur so schnell wie die Engel. Zu euren Diensten. Ja, mehr heißt die Verdammnis, aber das ist nur so ein Name. Okay, gut. Ja, dann machen wir hier ein kleines Päuschen an der Stelle und sehen uns gleich wieder. Bis dahin, macht's gut, Pax Vobiscum Valete.